Herzlich willkommen bei der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit. Wie einfach und bequem die Suche nach einem Arbeits- oder auch Ausbildungsplatz sein kann, möchten wir Ihnen in diesem Video zeigen. Stellensuche online. Wie war das bisher? Sicher haben Sie zahlreiche Stellenportale einzeln durchsucht. Und bei erfolgversprechenden Jobangeboten waren die Wege, sich bei den Unternehmen vorzustellen, oft unabhängig vom Stellenportal und damit umständlich. Das hat nun ein Ende. Wenn Sie ganz in Ruhe, völlig orts- und zeitunabhängig auf Stellensuche gehen wollen, dann profitieren Sie von den Möglichkeiten, die Ihnen unsere Jobbörse bietet. Eine passende Arbeit oder Ausbildung können Sie sich bereits ohne eine Registrierung suchen. Auf www.jobbörse.arbeitsagentur.de geben Sie dazu in die entsprechenden Felder ein, wonach genau Sie suchen. Im nächsten Feld tragen Sie ein, welche für Sie wichtigen Begriffe das Stellenangebot enthalten sollte. Das kann zum Beispiel die konkrete Berufsbezeichnung sein oder auch Vollzeit. Wenn Sie anschließend noch den Ort ergänzen, werden Ihnen die passenden Stellen in Ihrer Nähe angezeigt. Doch das leistet jedes Jobportal. Unsere Jobbörse kann viel mehr. Immer und von überall können Sie am Computer oder auch mit der App auf Ihrem Smartphone auf eine Vielzahl an Stellen von der Jobbörse, aber auch von anderen Stellenportalen zugreifen. Als Nutzer unserer Jobbörse erhalten Sie nur Stellenvorschläge, die zu Ihren beruflichen Kompetenzen aus Ihrem Bewerberprofil passen. Das Beste? Die Nutzung unserer Jobbörse ist für Sie absolut kostenlos. Legen Sie sich Ihr persönliches Benutzerkonto an und lassen Sie die Jobbörse für sich suchen. Oder lassen Sie sich von einem Unternehmen finden. Wir zeigen Ihnen an dem Beispiel der Suche nach einer Arbeit, wie das geht. Für die Suche nach einem Ausbildungsplatz gelten die folgenden Hinweise ebenfalls. Wir stellen Ihnen die wichtigsten Funktionen vor. Richten Sie sich Ihr individuelles Benutzerkonto ein, um sich Ihr persönliches Bewerberprofil anzulegen, interessante Jobs vorzumerken und Bewerbungsdokumente zu hinterlegen. Und Sie haben noch keine Zugangsdaten? Dann ganz einfach registrieren und die PIN anfordern. Sie benötigen Hilfe dabei? Kein Problem. Unser Online-Chat unterstützt Sie dabei. Sie haben sich erfolgreich registriert? Super, dann kann es zunächst auch ohne PIN losgehen. Melden Sie sich mit Ihren Jobbörse-Zugangsdaten, Benutzername und Kennwort an. Die PIN brauchen Sie erst später, um Ihr erstelltes Profil in der Jobbörse zu veröffentlichen. Übrigens, mit Ihren Zugangsdaten können Sie auch unsere vielfältigen Angebote von jobcenter.digital und dem E-Services der Bundesagentur für Arbeit nutzen. Auf unserer Jobbörse können Sie nun ein persönliches Bewerberprofil anlegen und überarbeiten, eine Bewerbungsmappe erstellen, auf Wunsch passende Stellenangebote per Mail erhalten, Ihre Bewerbungen bequem und an einem Ort verwalten, aussagekräftige Bewerbungsschreiben erstellen und diese verwalten und Ihr Bewerberprofil interessierten Arbeitgebern anbieten. Und alles ganz flexibel von zu Hause aus oder von unterwegs mit dem Smartphone, wann immer Sie mögen. Als erstes erstellen Sie nun Ihr Bewerberprofil. Das geht ganz einfach. Tragen Sie in den jeweiligen Baustein die entsprechenden Angaben ein. Im Lebenslauf tragen Sie zum Beispiel ein, welchen Schulabschluss Sie haben, welche Ausbildung, welches Studium und welche sonstigen Qualifizierungen Sie absolviert haben. Und natürlich auch, wo und als was Sie schon tätig waren. Im nächsten Baustein ergänzen Sie Ihre beruflichen Kenntnisse und Fertigkeiten. Sie kennen sich selbst am besten. Zum Schluss erstellen Sie unter Stellensuche Ihr Stellengesuch. Damit werden Unternehmen, die neues Personal suchen, auf Sie aufmerksam. Im Reiter Stelleninfo können Sie neben dem gesuchten Beruf auch schon einen kleinen Anzeigentext eingeben, mit dem Sie sich kurz vorstellen. Dazu kommen weitere Angaben, unter anderem zum möglichen Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme und zum Arbeitsort. Nachdem Sie auch die nächsten Reiter ausgefüllt haben, können Sie sich in der Vorschau Ihre Angaben zusammengefasst ansehen und auch jederzeit in den entsprechenden Reitern wieder ergänzen oder korrigieren. Im letzten Reiter geht es um den Umfang der Veröffentlichung Ihres Bewerberprofils. Dies geht erst, wenn Sie sich vollständig mit Ihrer PIN angemeldet haben.
Sie legen dann fest, welche Angaben in der Jobbörse veröffentlicht werden. Besonders praktisch ist die Call-Me-Funktion. Mit dieser kann ein interessierter Arbeitgeber Kontakt zu Ihnen aufnehmen. Der Anruf kommt dabei über eine automatisch generierte Service-Rufnummer zustande. Damit kann der Arbeitgeber Ihre Telefonnummer nicht sehen und Ihre Kontaktdaten bleiben geschützt. Dazu müssen Sie unter Meine Daten zustimmen, dass Ihr Stellengesuch durch Ihr Jobcenter oder Ihre Arbeitsagentur in Betreuung übernommen wird. Außerdem können Sie auch weitere Jobbörsen benennen, auf denen Ihr Stellengesuch veröffentlicht werden soll. Mit nur einem Profil sind Sie also auf weiteren Stellenbörsen präsent. Übrigens, Sie können bis zu 3 Stellengesuche anlegen. Auf der Startseite können Sie nun schon passende Stellen sehen, ohne dass Sie einen extra Suchlauf starten müssen. Das macht unsere Jobbörse für Sie automatisch. Klicken Sie doch mal drauf. Ist die Stelle für Sie interessant? Dann können Sie sich gleich bewerben. Dazu einfach auf Kontaktdaten und Bewerben klicken. Sie sind sich noch nicht sicher? Dann speichern Sie das Stellenangebot mit Vormerken auf Ihrer Vormerkliste. Die Vormerkliste haben Sie sicher schon unter dem Reiter Stellensuche entdeckt. Daneben sehen Sie den Reiter Bewerbungen. Hier können Sie nicht nur Ihre Bewerbungen verwalten, sondern auch eine Bewerbungsmappe anlegen. Dazu auf Neue Bewerbungsmappe erstellen klicken. Auch werden Sie Schritt für Schritt durch die Anwendung geführt. Das Anschreiben Ihrer Bewerbungen können Sie zum Beispiel selbst verfassen, auf eine strukturierende Textvorlage zurückgreifen oder ein bereits erstelltes Anschreiben hochladen. In den folgenden Reitern können Sie ein Bewerbungsfoto hochladen, Ihren zuvor erstellten Lebenslauf hinzufügen, nur einzelne Einträge aus diesem übernehmen oder auch einen Lebenslauf aus externen Dateien hochladen. Ebenso praktisch funktioniert das bei den Angaben zu Ihren Fähigkeiten. Und Sie können weitere Unterlagen, zum Beispiel Arbeitszeugnisse, hochladen und gleich versenden oder ausdrucken. Wird ein Unternehmen durch Ihr veröffentlichtes Bewerberprofil auf Sie aufmerksam und kontaktiert Sie, können Sie das auf der Startseite im Menü Meine Bewerbungen unter Aufforderung zur Bewerbung oder in Ihrem Postfach sehen. Vielleicht ist ja schon eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch eingegangen. Um nichts zu verpassen, sollten Sie daher unbedingt unter Meine Daten die automatische Benachrichtigung aktivieren. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!